Wer wird hier im kommenden Jahr regieren? Amtsinhaber Peter Tschentscher von der SPD oder Katharina Fegebank von den Grünen? Es wird wohl ein spannendes und knappes Rennen, wenn die Hamburger Ende Februar wählen. Das zeigt die neue repräsentative Umfrage von Infratest DIMAP im Auftrag des NDR. Wäre am kommenden Sonntag Bürgerschaftswahl, dann bliebe die SPD stärkste Kraft mit 28%, aber 17,6 Punkten weniger als bei der Wahl 2015. Die Grünen bekämen 26%, ein Plus von etwa 14 Prozentpunkten. Die CDU würde etwas zulegen auf 17%, die Linke käme auf 11%, die AfD auf 7 und die FDP erhielte mit leichtem Verlust 6%. Der Abstand zwischen seiner SPD und den Grünen, laut Umfrage also nur 2 Prozentpunkte. Dennoch geben sich die Sozialdemokraten optimistisch. Es bleibt spannend bis zur Wahl. Und wichtig ist aber, dass man ja auch den Bürgermeister ankreuzen kann. Man kann Peter Tschentscher direkt wählen. Und das ist, glaube ich, etwas, was mich sehr zuversichtlich macht angesichts der Zustimmungswerte, die er hat. Insgesamt 56% der Befragten sind mit der politischen Arbeit von Peter Tschentscher sehr zufrieden oder zufrieden. 39% sagen das bei Katharina Fegebank. 35% bei Cansu Özdemir von der Linken, dahinter CDU-Spitzenkandidat Markus Weinberg mit 22%. Anna von Treuenfels, FDP 13% und Dirk Nockemann von der AfD 12%. Die CDU bei der Bürgermeisterkandidatur also derzeit außen vor. Wir sind konsequent dabei, Herrn Weinberg bekannt zu machen. Das zeigt auch schon erste Früchte. Entscheidend ist, bei welcher Partei am Wahlsonntag die Stimme abgegeben wird. Da haben wir einen Aufwärtstrend und das gilt auch für den Kandidaten. Bei der Frage, wer den nächsten Senat anführen soll, wünschen sich 42% wieder die SPD. 27% der Befragten wollen die Grünen an der Spitze sehen, 20% die CDU. Der Wahlkampf liegt ja noch vor uns. Und natürlich gibt es immer den sogenannten Amtsinhaberbonus. Und den wollen wir natürlich jetzt Herrn Tschentscher abjagen. Wer macht das Rennen ums Rathaus? Das bleibt also spannend. Und über diese repräsentative Umfrage möchte ich jetzt sprechen mit der Landespolitikchefin des Hamburg-Journals, Silvia Burian. Schönen guten Abend, Silvia. Schönen guten Abend. Wie bewertest du diese Ergebnisse? Ja, Grün liegt im Trend. Die Grünen sind klarer Gewinner bei dieser Umfrage. Die SPD verliert weiter. Das ist eine Richtung, die sich schon bei den Europa- und Bezirkswahlen abgezeichnet hat. Dieser Trend verfestigt sich und mit dem heutigen Tag würde ich sagen, die Rot-Grünen sind von Stund an mehr Konkurrenten als Partner auf der Regierungsbank. Welche Szenarien sind nun auf Grundlage dieser Umfrage denkbar? Ja, wenn die Lage nicht so zugespitzt wäre zwischen Rot und Grün, dann könnten sie natürlich mit einer satten Mehrheit von 54% in aller Ruhe weiter regieren. Mit Bürgermeister Tschentscher an der Spitze, das ist auch das, was ja 42% der Befragten sich wünschen. Aber da hat man die Rechnung ohne die zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank gemacht, die Nummer 1 werden möchte. Eine mögliche Option wäre da Jamaika, also Grüne, CDU und FDP. Das wäre durchaus möglich. Das dürfen die Grünen natürlich nicht laut sagen. Dann würden sie ja möglicherweise ihre Wähler dann auch verprellen. Auch die SPD hätte eine andere Option, die sogenannte Deutschlandkoalition, also GroKo plus FDP. Das wird ja schon in Mitte praktiziert. Das ist der Bezirk, wo ja ursprünglich eigentlich die Grünen die Mehrheit hatten. Da gab es Verwerfungen. Jetzt also dort in Mitte die Deutschlandkoalition. Die Beteiligten dort sprechen von einer Liebeshochzeit. Schauen wir mal. Mit der heutigen Umfrage wird der Wahlkampf auf jeden Fall Fahrt aufnehmen. Ja, Deutschland guckt nach Hamburg, denn die Bürgerschaftswahl 2020 ist die einzige Landtagswahl, die wir im nächsten Jahr in Deutschland haben werden. Einschätzungen zur aktuellen Infratest-DIMAP-Umfrage von der Landespolitikchefin des Hamburg-Journals. Danke, Silvia Burian. Sehr gerne.